Die letzten drei Level sind die letzten Hürden in dieser Challenge. Peach, bald bist du free. I hope so. Help, help. Mario ist immer noch ready. Und er gibt nicht auf. Aber ich hoffe, das wird jetzt nicht so ein Speedrun-Level oder ein Level, wo wir die ganze Zeit spinnen müssen. Ich habe irgendwie voll Bock zu laufen. Ich möchte gerne springen. Am liebsten in der Cape-Form sein und eine Runde fliegen. Oh nee, nicht schon wieder sowas. Und nun? Das sieht ja gar nicht gut aus. Hä? Okay, irgendwie so. Irgendwie so. Oh nee, ey. Wieso müssen die Parts immer so anfangen? Hä? Ich tu mir das noch einmal an. Mir fehlt gerade die Logik. Ich meine, irgendetwas kann ich mir schon zusammendenken hier. Das Ding ist, ich glaube, ich muss auf die rechte Metallplatte springen. Aber das muss ich so machen, dass der Feuerstab in dem Moment nicht da ist. Und zwar jetzt vielleicht. Och nee, ey. Nee, ich skipp weiter. Okay, noch einmal versuchen tue ich schon. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich es hinkriegen werde, aber ich will das wenigstens einmal ausprobiert haben. Das reicht. Auf ganz unnötig einen Versuch verschenkt. Okay, ich würde vorschlagen, da wir noch 36 Versuche haben, geben wir jedem Level 12 Versuche. Einfache Mathematik. Ein Level von einem japanischen Hersteller. 14, 15, 16. Hä? Was? Was ist denn das? Hä? Kann ich jetzt da runterfallen? Okay. Was ist denn das für ein Level? Also ein Bug ist das auf jeden Fall nicht. Ups. Voll die Falle, ey. Ich denke, dass ich da drauf stehen kann. Also einen Jump können wir machen. Damit wir hier klarkommen. Richtig. So. Hier müssen wir wieder so einen leichten Jump machen. Und hier wieder. Ah, Mist. Was ist, wenn ich eigentlich komplett da rausgehe? Ich probiere das mal aus. Aber der Level ist irgendwie interessant. Gibt es hier vielleicht einen Stern oder so? Aber dann nehme ich wenigstens die One-Up-Pilze. Oh, cool. So geht das auch vielleicht. Hä? Ach so, ja, okay. Jetzt verstehe ich das. Wir müssen das so machen, wie wir das eben gerade gemacht haben. Boah, wie viele Kostüme sind denn hier? Ja, und wie kommen wir jetzt da runter? Ist ja geil. Man kann ja hier voll viele verschiedene Kostüme ausprobieren. Schaut euch das mal an, Leute. Was geht denn mit diesem Level ab? Okay, alles klar. Jetzt wissen wir Bescheid. Wir müssen auf jeden Fall im unteren Bereich sein. Und wir haben jetzt schon mal 3 One-Up-Pilze gesaved, was sehr gut ist. Ein Jump, ja. So. Aufpassen. Jetzt so einen leichten Jump machen. Ist aber nicht einfach, ey. Am besten hier stehen. Einen leichten Jump, ja. Gut, dass wir keinen Zeitdruck haben, sonst hätte ich kein Problem. Ne? Leichten Jump. Nicht allzu nah bei den Piranha-Pflanzen sein. Und dann sollte das eigentlich klappen. Bloß nicht irritieren lassen von den Münzen. Nice. Gut, dass hier Piranha-Pflanzen sind. Also man hätte sowieso 3 One-Ups bekommen, wenn man den Level abschließt. Richtig cool gemacht. Dieser Level hat auf jeden Fall einen Stern verdient. Ganz am Anfang denkt man sich, hey, was ist denn das für ein Buggy-Debug? Aber nein, das war kein Bug. Das war so geplant.
Weiter geht's mit dem 15. Level. Ach ja, wie oft passiert mir das? Ich nehme das Glas in die Hand, um einen Schluck Wasser zu trinken. Und dann bemerke ich, huch, mein Glas ist ja leer. Bowser Jr.? Super Mario Bros. Grafikstil, ja. Ah, cool, hier ist man schön am Jumpen und am Springen. Genau, sowas habe ich vermiest. Oh, ich wurde fast getroffen. Oh, die sind ja ziemlich schnell. Mist. Sehr schön, hier ist ein Pilz. Ist hier was Verstecktes? Nee. Ach, der Grafikstil ist gerade sowas von genießbar. Sorry, Cooper. Ich muss hier bestimmt irgendwo springen. Ey, pass auf. Gut, jetzt müssen wir aufpassen. Denn die blauen Platten können uns nicht allzu lang tragen. Och nee, ey, ich Idiot. Ich habe gerade an Gumba gar nicht gedacht. Oh, eine Checkpoint-Flagge. Oh, eine Kutsche. Ja, ich brauche sie. Kutsche, ich brauche dich. Kommen hier nochmal Münzen raus. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Oh, eine Feuerblume. Sehr schön. Passt mit der Kutsche. Sag mal, willst du mich aufregen oder so? Hallo. Ey, das gibt's nicht. Dann mache ich das so. Ist hier unten irgendwas? Nee, aber da oben ist ein Rohr. Hau rein, Kutsche. Ach, dafür haben wir dich also gebraucht. So, da wir in der Feuerform sind, schön die Gegner aus der Distanz bekämpfen. Sehr schön, die Münzen einsammeln. Ja, auch wenn das der 15. beziehungsweise auch wenn das der vorletzte Level ist, nichts unterschätzen und versuchen an jeden One-Up ranzukommen. Oh, gut, dass da noch Münzen rauskommen sind. Das ist voll cool. Man bleibt hier stehen und man bekommt Münzen. Oh, das war knapp. Ach so, da kann man rein? Hä? Ach, jetzt verstehe ich's. Ich muss auf Koopa springen. Alles klar. Mhm. Oh, eine Feuerkutsche. Cool, oder? Ich glaube, dieser Weg sollte doch der richtige sein, oder? Nee, doch nicht. Weil das hat sich jetzt gut dafür geeignet, Gegner hierhin zu platzieren. Und ich müsste sie dann bekämpfen in der Feuerform. Hold? Ah, okay, alles klar. Verstehe ich. Aufpassen vor der Kugel. Hm, komm her, Blubber. Jawohl, sehr schön. So, jetzt können wir uns von der Kutsche verabschieden. Oh, sehr, sehr gut. Ah, die stacheligen Säulen. Oh nein, nein. Oh nee, ey, ich bin noch abgesprungen. Wie belastend. Ach verdammt, ey, ich dachte, ich muss jetzt schnell losspringen. Oh, wie ätzend. Jetzt müssen wir alles nochmal wiederholen. Mist. Aber gut, Kanscha, lass dich nicht demotivieren. Das gehört nun mal dazu. Ich meine, wenn das so einfach wäre, dann wäre so ein Level ja nicht im schwierigen Modus. Und das war's. Kommt hier jemand raus? Hier sollten wieder Münzen rauskommen. Ah, nee, aus diesem Rohr. So, wir müssen jetzt wieder auf Koopa warten. Oh, um diese Pflanze können wir uns ja schon mal kümmern. Das reicht. So, hier war wieder eine Feuerblume. Hier sind Münzen, nehmen wir mit. Die Feuerblume berühre ich noch nicht. Nein, schade. Schade, schade, schade. Hau rein, Kutsche. Danke für deine Hilfe. Ja, hier wäre es auf jeden Fall besser gewesen, in der Feuerform zu sein.
Ich bin noch gesprungen. Ich habe wirklich auf den B-Knopf gedrückt. Mist, ey. Jetzt weiß ich, was ich hier machen kann. Ich achte viel zu sehr darauf, die Superform nicht zu verlieren, aber hier in diesem Bereich ist das komplett egal. Hier kann man sich wirklich sehr gerne treffen lassen. Erstmal, die Checkpoint-Flagge ist dort und zweitens, da ist ein Fragezeichen-Block. Ich würde eigentlich sagen, zu 100% sicher, aber ich sag mal, ich bin mir zu 99% sicher, dass sich dort ein Power-Up befindet. Ah, noch einige Münzen, auch wenn das jetzt nur 5 Münzen waren. Schmeckt. Das ist voll cool. Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo unterwegs. Mist. Ihr steht neben einer Ampel, drückt auf den Schalter, damit die Ampel schnell grün anzeigt. Und auf einmal fallen da 1-Euro-Stücke heraus. Ach so, in der Kutsche war eine Münze, deswegen war die Kutsche auf einmal gegnerisch gesonnen gegenüber mir. Oder feindlich. Nice, das war's. Ah, ich lass mal Koopa in Ruhe. So, hier muss ich ein bisschen Anlauf nehmen. Komm her, Piranha-Pflanze. So, ab hier geht das nicht klar. Die Münzen mitnehmen. Schnell, 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 schnell. Die Feuerblume lasse ich da. Vielleicht kann ich sie später gebrauchen. Hä? Wieso? Das gibt's doch nicht. Ich bin an der Kutsche vorbeigefallen. Wieso das denn? Ich bin doch in die Kutsche reingefallen. Und jetzt hat die Kutsche wieder eine Münze genommen. Oh nee, ey. So ein schöner, leichter Level eigentlich. Ich stelle mich nur blöd an. Das ist das Problem. Rein da. Ah Mann, und das ist noch der 15. Level. Dann wird dieser Part etwas länger als die anderen Parts. Sorry, Koopa. Aber du störst gerade. Ah, gut, dass da keine Kanone gekommen ist, als ich losgesprungen bin. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade voll den Drang danach, Super Mario Bros. Zu spielen. Ich habe irgendwie voll Bock, mit Mario da in der Feuerform unterwegs zu sein. Nice, diesmal habe ich es hingekriegt. Gleich schon mal attackieren. Ah, okay, gut, kein Problem. Ich meine, ich habe hier noch die Möglichkeit, an eine Feuerblume ranzukommen. Sehr schön. Oh, nee, ey. So ein blöder Treffer. Ehrlich. So, hier muss ich nochmal zusehen, dass ich in der großen Form bleibe. Sehr schön. Jetzt düsen. Ach was, nice. Ich bin einfach durchgesprungen. Eine Feuerblume. Hm? Wie? Hä? Oh, ich dachte schon, ich fall runter. Okay, so wie es aussieht, dürfen wir das Rohr da nicht benutzen. Ah, okay, jetzt ist der Star der Show da. Komm raus aus deinem Helm! Ey, jetzt komm doch endlich raus aus deinem Helm. Ich glaube, ich habe ihn nur einmal getroffen bis jetzt. Mist, ey. Das mit den Kanonen ist hier auch eklig. Hä, ich bin doch auf die Kugel gesprungen. Das gibt's doch gar nicht. Boah, cool, wir bekommen direkt eine Feuerblume. Sehr sozial. Ah, nice. Bowser Jr. kann die Kugeln bekämpfen. Okay, weiter. Bis jetzt machen wir uns gut. Gut, dass ich in der Feuerform bin. Ich hoffe, das bleibt noch lange so. Jawohl, wir haben den Schlüssel. Durch die Tür. Hier ist nichts, Leute. Hätte ja sein können. Aber schöner Zwischenraum. Ah, nice. Wir haben das Ziel erreicht. Und da hinten ist die Tür. Ach so, okay. Na, immerhin. Sehr, sehr schön. Wir haben noch 31 Versuche.
und haben den letzten Level erreicht. Genau, um diesen letzten Level werden wir uns definitiv in diesem Part kümmern. Deine Zeit 8 Minuten, das ignorieren wir schön. Weltrekord 2 Minuten, ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, direkt weitermachen. Prinzessin Peach wartet schon seit mehreren Parts auf uns. Help, help. Hilfe. Mad Dash to Bowser Mario 3. Oh, das hört sich akku an. Ich würde mir nicht wundern, wenn wir die ganze Zeit von vielen Gegnern umgeben sind und ständig angegriffen werden. Oh ne, wieder so ein Level. Wie viel Zeit haben wir? Crazy E heißt er. 80 Sekunden. Jawohl. Können den Helm aufsetzen. Okay, bis jetzt sieht alles gut aus. Oh, jetzt habe ich den Stern. Also jetzt geht's ja gerade mega krass ab. Ich muss nur sprinten. Und durchziehen, bloß nicht anhalten. Bloß nicht anhalten. Ich habe wieder einen Helm auf. Diesmal ein Stachel liegen. Wir haben noch 40 Sekunden Zeit. Ey, wie viel Mühe muss man sich denn geben, um so ein Level zu erstellen? Der ist ja richtig cool, der Level. Der ist ja mega geil. Ich meine, der hat so viele verschiedene Abschnitte. Oh, ich wurde fast erwischt. Wie wichtig das ist, hier nicht stehen zu bleiben. Oh, genial. Was für ein schöner Abschluss. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht gleich noch was machen, weil ich habe mich jetzt daran gewöhnt, nur nach rechts und auf den Y-Knopf zu drücken. Wir haben noch 10 Sekunden Zeit. Ich glaube, der Level endet demnächst. Ah, okay, ja genau. Mist, jetzt habe ich es verstanden. Ach, hör auf. Hör auf, das gibt's nicht. Habt ihr mitgekriegt, was ich falsch gemacht habe? Ich habe mich gehen lassen, aber ganz am Schluss, ganz am Ende, darf man sich nicht mehr gehen lassen. Weil da hätte ich durch die Metallplatte springen müssen. Oh, heftig. Also, psychologisch gesehen, ist der Level sehr, sehr tricky erstellt, würde ich so behaupten. Weil ich meine, man ist ja 80 Sekunden lang nur mit dem Y-Knopf beschäftigt. Mit der rechten Taste auf den Steuerkreuz bezogen. Und dann siehst du plötzlich Bowser und hast nur noch um die 10 Sekunden Zeit und denkst dir, was soll ich tun? Du rennst einfach und stellst dann fest, Mist, da hätte ich abbremsen müssen. Richtig cool gemacht. Es kann sein, dass ich jetzt noch einmal faile, weil ich weiß gerade nicht, wo ich genau abbremsen muss. Oh, ich bin fast gesprungen. Ich bin fast gesprungen. So, wir haben jetzt die Endstation wieder erreicht. Am besten versuchen, den Helm aufzuhaben. Wobei, irgendwann müssen wir ihn doch abgeben, oder? Aber ich hoffe nicht. Mal gucken. Spring! Oh! Heftig, heftig. Ich bin da schon wieder reingekommen. Wenn Bowser jetzt nicht gesprungen wäre, dann müsste ich den Level nochmal wiederholen. Aber Gott sei Dank, Bowser ist gesprungen und ich konnte noch rechtzeitig handeln und mich auf den Förderbändern befinden. So konnten wir noch schnell das Ziel erreichen, ohne von irgendjemandem irgendwie attackiert oder belästigt zu werden. Schöner Level, Crazy E. Schöner Level. Dieser Level bekommt auf jeden Fall einen Stern. Und das war's dann mit dieser Challenge. Das bedeutet, wir haben sie erfolgreich abgeschlossen, wir haben Peach gerettet und ein weiteres Kostüm wird freigeschaltet. Mario, danke, dass du so einen weiten Weg für mich auf dich genommen hast. Gern geschehen. Schöne Challenge.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hier sind noch einmal die Levelersteller. Props gehen raus. Eure Level haben auf jeden Fall Spaß gemacht. Mega inspirierend. Ganz besonders die letzten Leveln. Die haben es ja mega in sich gehabt. Okay Leute, dann wisst ihr Bescheid. Animal Crossing Happy Home Designer Carlotta. Ja nice, warum nicht? Ab dem nächsten Part, oder vielleicht sogar in den nächsten beiden Parts, werde ich mich dann um eure Leveln kümmern. Ich werde dazu einige Parts machen. Und dann geht's eventuell wieder weiter mit der 100 Mal Herausforderung. Oder wir schauen uns in der Level-Suchen-Funktion die Kategorie Baumeister an. Mal gucken, wie ich das mache. Ich meine, ich habe noch auf jeden Fall vor, einige Parts zu diesem Let's Play aufzunehmen. Bis dahin ist ja noch, denke ich, viel Zeit. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir immer noch zwischendurch mal eure Level-Code zusenden. So werde ich dann diese Level zocken und dazu Parts aufnehmen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch gefallen die Super Mario Maker Parts. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir gerne Feedback geben. Könnt mir gerne sagen, was ihr so feiert, was euch gefällt. Vielleicht habt ihr auch Tipps, was ich vielleicht an den spielerischen Skills verbessern könnte. Ansonsten macht es gut und tschüssi Leute.